Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem neuen Video. Und zwar, wir spielen Wer weiß denn sowas. Mit dabei ist der Laurilink. Hallo. Hi. Wir hatten schon angefangen gehabt, die Show zu spielen, aber die Aufnahme ist leider gecrashed und irgendwie ist das Spiel auch komplett gecrashed und wir können es nicht von vorne anfangen. Kurz zur Einleitung, Zahlen bitte, hatte Lauri verkackt, unser Körper habe ich verkackt. Lauri ist also wieder dran. Wir haben alle noch 0 Euro. Und ja, dann legen wir doch mal los mit der letzten Frage, die hätte drankommen sollen. Genau. In der Kategorie, was bin ich? Oh, nö. Ja, okay. Erstmal die gleiche Reaktion wie vorhin. Großartig. Was wird auch als Hexenzahn bezeichnet? A. Zahn, der bereits bei der Geburt eines Babys entwickelt ist. B. Charakteristische Erhebung auf dem Nasenrücken. Oder C. Gartengerät zur Unkrautentfernung. So, wir hatten ja vorhin schon diskutiert, dass ich der Meinung war, dass Babys bei der Geburt noch keinen Zahn haben. Genau, da hatte ich noch gesagt gehabt, naja, können ja auch behaart oder komplett blank auf die Welt kommen. Ja, genau. Warum sollte das nicht der Fall sein? Genau. Letzten Endes bin ich aber der Meinung, dass es dann kein Hexenzahn ist, sondern dass wahrscheinlich einfach irgendein Gartengerät schief und krumm geformt ist, dass es Hexenzahn heißt. Also C und stimmt deswegen schon mal auf gar keinen Fall. Ist mir scheißegal, nehme ich trotzdem C. Wir nehmen C. Also ich könnte mir das vorstellen, ja. Kennst du diese also Dreifachhake? Nee, so könnte ich mir das vorstellen. Ist eine altertümliche Bezeichnung aus dem Volksmund. Mediziner sprechen eher von einem angeborenen Zahn. Etwa einer von 10.000 Neugeborenen weist diese vorgeburtliche Entwicklung auf. Dabei handelt es sich um einen oder zwei verfrüht durchgebrochene Milchzähne, meist die unteren mittleren Schneidezähne. Ein Hexenzahn fällt jedoch meist recht schnell aus, da er keine Wurzeln hat. Betroffene Kinder haben somit bis zu ihrem bleibenden Gebiss eine Zahnlücke. Das ist ja richtig mies. Das bleibt bei 0 Euro. Aber das war irgendwie gefühlt so obvious. Nächste Kategorie. Dass es das nicht hätte sein dürfen oder so, sag ich jetzt mal. So ein Müll. Gut. Wo gehe ich denn mal rein? Ich nehme Hund, Katze, Maus. Ja, da sind wir uns auch einig. Aber vor allem 1 von 10.000 ist auch einiges. Ja. Was ist genauso einzigartig wie der Fingerabdruck eines Menschen? A. Der Pfotenabdruck einer Maus. B. Der Zahnabdruck einer Katze. Oder C. Der Nasenabdruck eines Hundes. Es ist theoretisch alles. Ich habe für alles eine Erklärung. Das ist gut, Bernhard. Dankeschön. Bist du eine große Hilfe. Ach, um Himmels Willen. Pfotenabdruck einer Maus kann ich mir nicht vorstellen. Zahnabdruck einer Katze kann ich mir vorstellen. Weil, ja. Ja. Zähne ja auch irgendwie unterschiedlich wachsen und so. Nasenabdruck eines Hundes. Ich weiß nicht. Aber der Zahnabdruck von einer Katze, der verändert sich doch durchgehend über das ganze Leben. Also ist er ja mehrfach einzigartig. Ja, umso einzigartiger ist er doch, ne? Sozusagen. Aber ich sag jetzt mal, Katze und Hund kann ich mir vorstellen. Tendiere mehr zur Katze, weil mir Katzen lieber sind. Ich kann mir tatsächlich das mit der Maus am ehesten vorstellen. Das klingt so falsch. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Halt mal einen Sabbel hier. Lass mich in Ruhe entscheiden hier. Der olle Kai, ey. Also, für nee, mich komm. Könnte es grundsätzlich alles sein, auch wie... Ja. Wie Bernhard, ne? Ja, ich genau. Ich bleib mal dabei. Man sagt meistens, der erste B Gedanke ist der beste. Wird? So B würde ausschließen. Mal gucken, was er bei den anderen sagt. Halte ich für unwahrscheinlich. Der Pfotenabdruck einer Maus halte ich für möglich, aber... Okay. Super hilfreich, alles, was er gesagt hat. Wir bleiben dort. Dann nehmt ihr B. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Um sein Haustier eindeutig zu kennzeichnen, gibt es Möglichkeiten wie Marken oder Mikrochips.
Aber auch eine andere Methode kann dabei helfen, seinen Hund zu identifizieren. Der Nasenabdruck. Naja, guck dir mal die Nase an. Ja, ich weiß, wie eine Hundenase aussieht, aber... So genau gucke ich die mir nie an. Muster ergeben, genauso einmalig wie das eines menschlichen Fingerabdrucks. Das ist ja großartig. Das war auch wieder so eine Sache, die war für mich so eindeutig, dass es nicht sein kann, ja. Das heißt noch gar nichts. Mensch, wir sind ja richtig gut unterwegs. Ja. Ja, dann würde ich sagen, komm, nehmen wir doch mal das Wetter. Das klingt eigentlich ganz gut. Na, siehst du, Elton hat auch Nimm besser was anderes. Elton ist dabei. Du hast ihn abgeholt. Seitlich auf ein Satteldach fliegen die Ziegel. A. Der Wind zugewandten Seite davon. B. Ausschließlich auf dem Dachfirst davon. Oder der Wind abgewandten Seite davon. Also logisch wäre A, weil von dort kommt ja der Wind und die windabgewandte Seite bekommt ja eigentlich keinen Wind ab. Warum sollten dort Ziegel runterfliegen? Am Ende ist es B. Nee, das bin auch am Überlegen, ne? Also sich einfach mal vorstellen, wie ein Dach aufgebaut ist, wie ist es gedeckt und ja. Ist ja quasi von unten nach oben gedeckt. Ja, ja, das bedeutet eben, also die Pfannen liegen aufeinander. Wie? Ja, das heißt, du kannst von unten angreifen. Genau. So. Von oben in der Richtung, in der Regel nicht. Das bedeutet, von der Seite geht. Ja. Was heißt denn seitlich auf dem Satteldach? Was? Ja, dass er nicht von oben. Ja, na, ja, aber seitlich ist es jetzt von. Also ist es, ja, stell dir einen seitlich Haus da, zu den Ziegeln oder seitlich zum Haus? Stell dir ein Haus von vorne vor mit Spitzdach und da trifft dann, ich sag jetzt mal. Ja, ganz normal, 90 Grad Winkel. Okay, also das ist für mich ja frontal gegens Dach. Ja, und genau, seitlich zum Haus. Von der Seite. So, und dann würde für mich eigentlich Sinn machen, dass die windzugewandte Seite die Ziegel verliert. Genau. Nehme ich auch. Das glaube ich wird nicht. Ja, dachte ich mir. So, was ist das? Ja, nein. Okay, cool. Diesmal bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es C. Ich glaub dir das nicht, Elton. Es war bis jetzt immer die offensichtliche Antwort. Ich nehme A. Der Wind abgewandt. A ist eingeloggt. Davon. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Welche Dachziegel davonfliegen, hängt davon ab, von welcher Seite der Sturm auf das Satteldach prallt. Auf der windzugewandten Seite sorgt der sogenannte Anpressdruck dafür, dass die Ziegel nicht mitgerissen werden. Die Windkräfte brechen dann am First. Je flacher der Winkel des Daches ist, desto höher ist die dabei entstehende Sogwirkung des Windes. Folglich reißt der Sturm die Ziegel auf der windabgewandten Seite mit sich. Okay. Ich kann die also nicht hochdrücken. Das ist ja lächerlich. Habe ich aber auch nicht mitgerechnet. Okay. Wir sind bisher absolut erfolglos. Und das möchte ich ganz gerne fortsetzen mit Tierisch. Ich zum Beispiel gefällt mir gerade total gut. Ja, schon, Bernhard. Also nehmen wir das auch. Grauhörnchen wappnen sich gegen Futterdiebe, indem sie A. ihre Vorräte rund um einen Fuchsbau deponieren, B. giftige Beeren vergraben, die Zapfensamen ähneln, oder C. täuschend echte Nussdepots anlegen, die aber alle leer sind. Grauhörnchen wappnen sich gegen Futterdiebe. Okay. B?
Nee, wäre richtig gemein von diesen Grauhirnchen. Das wäre so ein richtiger Prank, ey. Das ist ein Todesprank. Ja. Auf die Gebären. Täuschen echt. Also ich bin bei A oder bei C. Und ich könnte mir echt gut vorstellen, dass die so leise sind, dass ein Fuchs die nicht mitbekommt. Also die am liebsten neben dem Fuchsbau deponieren, weil sie da am schnellsten auch mitkriegen, ob der Fuchs da oder nicht da ist. Ja. Und andere Tiere sich davon fernhalten. Ja. Ich nehme A, aber ich wette, es ist C. Das klingt für mich total schlüssig. Ja, siehst du? Klingt für mich total schlüssig. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen es jetzt auf. Das Grauhörnchen hält keinen Winterschlaf. Deswegen muss es für große Futtervorräte sorgen. Im Laufe der kalten Monate nagt es hunderte von Zapfenkahl. Doch die Futterdiebe lauern überall. Forscher der Wilkes University in Philadelphia beobachteten, tatsächlich graben Grauhörnchen Löcher und täuschen vor, dass sie etwas hineinschieben. So ist etwa jedes fünfte ihrer Depots leer. Dies ist der erste Beleg für gezielte Täuschungsmanöver bei Nagetieren. Vor allem jedes fünfte ist nur leer, das ist ja sinnlos. Wie kannst du es aber lassen? Ja, echt, ey. Viermal den Hauptgewinn, ey. So, ja. Eine Niete dabei, toll. Gut, wir bleiben aber bei wie ich es gesagt habe, ne? Ich nehme A und es ist mit Sicherheit C und es war genau so, ey. Dann auf geht's. Medizin. Oder Elton? Jetzt. Jetzt. Was wurde früher empfohlen, um sich vor Malaria zu schützen? A. Tonic Water trinken, B. Rote Beete essen oder C. Zuckerrohr kauen? Vielleicht Tonic Water trinken, weil das bitter ist und das die Mücken dann abschreckt. Das könnte ich mir vorstellen. Das macht absolut Sinn für mich. Ja, klingt ganz gut. Ich denke mir bloß so, um sich vor Malaria zu schützen, das bedeutet, du bist schon irgendwo in einem Dschungel. Tonic Water? Rote Beete? Ja, aber Zuckerrohr macht für mich halt gar keinen Sinn. Ich bin auch das Tonic Water, Water kannst du dir ja mitbringen. Ja. Das stimmt schon, aber trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht, also. Nee, ich nehme das Tonic Water. Und dann kann ich mir einen Arsch beißen, wenn es das Zuckerrohr ist. Das glaube ich nicht. Aber das glaube ich nicht. Naja, ich bin mir irgendwie sicher, dass es B ist. Na klar. Sehe ich schon mal nicht. Was soll denn die rote Beete bitte ausrichten? Bin im A. Weiß ich nicht. Ich hätte C genommen, weil Zuckerrohr da weg. Chininpulver wird aus der Rinde des China-Rindenbaums gewonnen. Seit dem 17. Jahrhundert wurde es in malaria-gefährdeten Gebieten in kohlensäurehaltigem Wasser gelöst und als Tonic Water zur Malaria-Prophylaxe verwendet. Okay. Chinin verhindert die Bildung eines malaria-erregend wichtigen Enzyms im Blut. Auch wenn meine Erklärung eine komplett andere war. Heute sorgen wirksamere Medikamente für die Prophylaxe und akute Behandlung von Malaria. Ja, nehme ich mit. Nicht schlecht. Ja. Ja, aber auf die Rinde wäre ich nicht gekommen. Nee. Weiß nicht, was Tonic Water ist. So, das ist ein Punkt für dich. Dann... Ich bin dabei. Fragezeichen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Bernhard ist dabei. Der auf der das Bock. Bückeisen stieg, pflügte er den Acker, B, ging er auf ein Plumpsklo oder C, drehte er eine Runde mit seinem Motorrad. Was? Das Bückeisen. Ja. Eine gute Frage, gespannt. Ne? Ja, bin ja mal gespannt, was du jetzt hier für Ansätze mitbringst. Bückeisen. Ich habe Bückeisen noch nie irgendwie im Jargon gehört, ich zum Motorradfahren. Ich hab's gehört allgemein, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Also ich kenne wohl Drahtesel für Fahrrad. Ja. Na, ich versuche mir gerade irgendwie was durch dieses Bückeisen herzuleiten, aber... Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es so Plumpsklo ist, dass da irgendwie so eine Art Stange hing, wo man den Arsch drüber gehalten hat. Aber dann
bückst du dich ja auch nicht. Ja doch, natürlich. Könnt ihr euch kannst jetzt mal entscheiden? Bücken und irgendwie, ich sag jetzt mal, mit dem Oberschenkel auf eine Stange setzen und dann hinten runter. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ah komm, der Bückeisen ist doch bestimmt das Plumpsklo. Weh, das ich ist das Motorrad. Ich habe das noch nie gehört. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, warum, aber... Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Irgendwie tippe ich auf A, warum auch immer. Ja, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Aber naja, schauen wir mal. B, Punkt. So, ja, wir haben B Punkt. Eingeloggt. Hier ist Punkt. Die richtige Antwort. Wenn Opa erzählt, er wäre in seiner Jugend auf sein Bückeisen gestiegen, dann war er vielleicht Mitglied in einer Motorradgang. Das Bückeisen war nämlich früher eine Bezeichnung für ein Sportmotorrad, auf dem der Fahrer in gekrümmter, also gebückter Haltung eine Spritztour gemacht wow. hat. Wow, Mann, ey. Leider bleibt es bei 0 Euro. Das ist ja lächerlich. Also ich fahre ja. fort mit der Fail-Runde. Willst du das Finale dann mitspielen oder soll ich das alleine spielen? Und das spielen wir du. So, total genial. Total genial finde ich super. Ja, finde ich auch super. Wie lässt sich das Beschlagen von Badezimmerspiegeln verhindern? A. Vorher mit Rasierschaum abwischen. B. Vorher mit Weichspüler benetzen. Oder C. Vorher mit Deodorant einsprühen. Weichspüler macht keinen Sinn. Es muss irgendwas sein, was das Wasser bindet. Ist Deodorant nicht dafür da, dass du nicht schwitzt? Also was heißt nicht schwitzen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur dafür. Eigentlich verklebt nur die Poren, wenn du so ja, willst. Ja, ja. Und daher macht das... Rasierschaum war mir direkt eigentlich... habe ich direkt drauf tendiert. Warum auch immer. Ich wüsste zwar nicht, warum Rasierschaum jetzt das Wasser binden sollte. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, also Weichspüler macht für mich keinen Sinn und Deodorant, wie du schon sagst, verklebt nur die Poren und bindet ja jetzt nicht irgendwie das Könnt Wasser. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Von daher nehme ich A. Ich bin irgendwie für A. Ja, gut, Elton. Wir nehmen A. Ja, ich wäre auch bei A oder bei C gewesen, wir aber... Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Deodorant? Die Spiegeloberfläche ist kühl. Nimmt beim Duschen die warme Feuchtigkeit im Raum plötzlich zu, beschlägt die Oberfläche, weil die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Behandelt man den Spiegel im Vorfeld, haftet ein dünner Schutz aus ja. Glycerin auf der Scheibe, der vor der Kondensation schützt. Und Glycerin findet man zum Beispiel im Rasierschaum. Großartig. Ich schmier erst mal meinen Spiegel mit Rasierschaum ein. Dann lass ich den doch lieber eben einmal zunebeln. Ja. Geh dann einmal mit dem Föhn drüber, dann ist gut. So, ja. Das wird ja gleich was Wenn werden. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Das ist gut. Nehmen wir. Womit werden Cranberries in Nordamerika traditionell geerntet? Sand und Eimer, Wind und Kescher oder Wasser und Rührbesen? Bitte was? Wind und Kescher, Alter. Das klingt auch völlig bescheuert. Oh, das ist es am Ende. Pass mal auf. Wasser und Rührbesen? Also traditionell heißt es ja. Das bedeutet ja schon seit Ewigkeiten. Ja. Sand und Eimer. Wind und Kescher. Das ist wahrscheinlich nicht so ein Kescher, wo man mal eben Quallenfischen geht oder sowas. Nee, glaube ich auch nicht. Sondern irgendeine Art anderes Keschernetz und der Wind, der weht die auch nicht weg, dass sie da reinfallen, also reinfliegen oder so, sondern der Kescher ist da durchgehend drum. So würde ich denken.
Gegebenenfalls, wenn der Trieb weiter reingeht in diesen Kescher, sag ich jetzt mal, fallen die Cranberries trotzdem in das Netz hinein und die Äste gehen durch. Das wäre so meine Idee. Aber dann musst du dir am Ende trotzdem noch auflesen, was er dann... Nee, wieso das denn? Die sind ja abgefallen, weil der Ast zu weit reingeragt ist. Das bedeutet... Ach so, meinst du? Genau. Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also mit Sand und Eimer kann ich gar nichts anfangen. Wasser und Rührbesen. Ja. Also bei aller Liebe auch nicht. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das kann ich mir total vorstellen. Ah ja, echt? Okay. Wasser und Rührbesen? Nimmst einen ollen Schneebesen, ein bisschen Wasser und damit fängst du dann irgendwie Cranberries ein oder was? Ja. Also wir nehmen B. Ich weiß es nicht. Wir haben B, ich nehme B. So, hier kommt. Da habe ich eine Erklärung für. Cranberries sind überwiegend in Nordamerika verbreitet und wachsen an Büschen. Für die Ernte im Herbst werden die Felder geflutet, bis das Wasser knapp einen halben Meter hoch steht. Mit dem sogenannten Rührbesen als Erntegerät wird das Feld durchpflügt. Ihr wollt mich verarschen, ey. Lösen sich die Beeren von den Zweigen. Die Luftkammern in der Frucht bewirken, dass die Beeren an der Wasseroberfläche schwimmen und so durchsaugen geerntet werden können. Also bei einem Rührbesen denke ich nicht an einen Trecker mit vorne so einem Mähdrescher-Ding dran. Also, das ist für mich kein Rührbesen. Come on, oh, großartig. Hättest du das genommen? Nein, im Leben nicht. So, dann nehme ich auf dem Globus. Mit Ländern habe ich es nicht so. Ja, Elton, du bist absolut gar keine Leute. Welche Uhrzeit gilt am Südpol? Zulu-Zeit, B, 24 verschiedene Zeiten oder C, keine Uhrzeit? Keine Uhrzeit. Hat er gerade Zulu-Zeit gesagt, ja, obwohl der Omega-Zeit steht? Ja, ja, ja. Was ist denn die Omega-Zeit? Keine Ahnung. Also 24 verschiedene Zeiten. Also am Südpol. Kann mir vorstellen, welche. Ja, na, am Südpol auf jeden Fall nicht 24 verschiedene Zeiten. Das geht gar nicht. So. Keine Uhrzeit ist ja auch Schwachsinn. Na, bleibt nur noch die Omega-Zeit, weil die anderen beiden machen keinen Sinn für mich. Der Südpol ist ja letzten Endes nur ein Punkt. Und jetzt keine größere Fläche. Deswegen können dort nicht verschiedene Zeiten wirken. Wenn es eine Fläche gewesen wäre, ja, hätte ich vielleicht dann gesagt, ja, okay. Aber nee. So. Ja, durch die Breiten gerade etc. Ja, ja, genau, genau. Ich deswegen persönlich wäre ein bisschen für A, hab keine Ahnung. Sind warum. Das sind die Längen gerade, Entschuldigung. Ja, oder? Ja, ja. Ja, genau. Ja. Also kann es eigentlich nur A sein. Ja. Ich bin bei C gewesen, ja, keine Uhrzeit, da wohnt nämlich niemand. Wir werden es sofort überprüfen. Im 19. Jahrhundert wurde die Eisenbahn erfunden. Das Problem, das ist ja eine großartige Einleitung. Fahrpläne waren schwierig, da es keine Zeitzonen gab. Hm. Diese wurden erst 1844 eingeführt. Komm, dann sag Omega-Zeit. Los. Dafür entstand am Südpol ein neues Problem. Sich für eine genaue Uhrzeit zu verabreden, ist nach wie vor schwer. Denn alle Zeitzonen laufen dort zusammen. Mach es gibt Scheiß also jetzt 24 verschiedene Zeiten am Südpol. Ach komm, laber doch kein Rotz. Es bleibt bei 1000 Euro. So. Eine Frage haben wir noch. So, du müsstest jetzt mal punkten, die ja? Die Stinkmorsche. A. Stinkt, um sich fortzupflanzen. B. Ist im Spätstadium eine Delikatesse in Frankreich. Oder C. Kann mit ihrer Knolle einen kleinen Regenbogen erzeugen. Ich könnte mir A am besten vorstellen. Ich könnte mir A und B vorstellen. Ja, ja, ja. Die Franzosen essen ja alles. Alles mögliche. A am wahrscheinlichsten, oder? Aber das kann ich mir auch vorstellen. Das kann ich mir fast am meisten vorstellen. Oh. C schließen wir jetzt erstmal aus. Also, ich sag an dieser Stelle, ich bin auf jeden Fall für A. Lasse das Publikum entscheiden. Oder? Wir nehmen das Publikum. Wer glaubt es zu wissen? Wer es glaubt zu wissen, schreibt mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. Ja, du hast den Publikum-Joker vergessen. Und Sie glauben, das beantworten er weiß es. Ich denke ja. Mein Gefühl sagt Antwort A.
Darüber habe ich irgendwie schon... Jetzt hätte ich einmal richtig gedrückt, ne? Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Die gemeine Stinkmaus, ja, aber das ist ein macht auch Sinn. Vorkommender Pilz. Im Frühstadium bildet sich das Hexenei. Anschließend entsteht Stiel und Hut. Die olivgrüne Sporenmasse, die Gleba, ist ein schleimiger Überzug. Sie stinkt nach Aas und macht den Pilz ungenießbar für Menschen. Dafür lieben Insekten den Geruch. Sie nehmen die Gleba auf und helfen dem Pilz so bei der Fortpflanzung. Auf jeden Fall muss ich sagen, der sieht nicht aus wie die Stinkmorchel aus The Legend of Zelda Link to the Past. Den habe ich gerade tatsächlich nicht im Kopf. Wir sind nach unserer kleinen Radrunde jetzt hier bei einem Zwischenstand angekommen. Das Team Bernhard, 500 Euro auf eurem Konto. Yeah. Geil. Das Team Elton, 1000 Euro auf eurem Konto. Challenge. Die Masterfrage wird es auch heute wieder entscheiden. Denn gleich müssen beide Teams einen Betrag setzen, bekommen dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden auf eine Antwort einigen. Und wer dann die richtige Antwort hat oder besonders clever gesetzt hat, der macht hier das Rennen. Die Kategorie... Kontinente. Okay. Damit kennst du dich raus. Die Kategorie, aus der heute die Masterfrage kommt, ist... Ja, wer weiß, was das sind, hier für eine Frage kommt. Jetzt ja, wie viele Zeitzonen am Nordpol liegen? Ja. Ihr habt eure Einsätze getätigt. Volle Konzentration. Denn jetzt kommt die Masterfrage. Die Masterfrage. Welcher Kontinent ragt durchschnittlich am höchsten über den Meeresspiegel? A. Asien, B. Südamerika oder C. die Antarktis? Die Zeit läuft jetzt. Boah. Ich habe eine Vermutung, aber ich habe ein Gefühl, was es am Ende wird. Ich habe auch eine Vermutung. Ich nehme das und wir werden es gleich sehen. Wie viel haben die beiden Teams gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Yay! Yeah. Großartig! Ja, da haben die Leute später viel zum Teilen. Tipp abgegeben und so haben sie getippt. Das Team Bernhard hat sich entschieden für Antwort C. Ja, genau das ist die Vermutung, was am Ende wahrscheinlich dann richtig sein wird. Schauen wir auf die... Ich gehe durch die ganzen Gletscher davon aus. Nun durchschnittlich war ja die Frage am höchsten über den Meeresspiegel. Es ist 960 Meter hoch. Durchschnittlich über dem Meeresspiegel. Das ist Südamerika, pass auf. Asien. Das ist falsch. Jetzt ist es Südamerika. Ja, pass auf. Und 2000. Er redet immer noch weiter und sagt nichts. Über dem Meeresspiegel ragt die Antarktis. Und Südamerika ist auch falsch. Die Antarktis ist richtig! Yes! Geil! Alter, GG! Sehr schön! Das Team Bernhard gewinnt! Da haben wir glatt mit Lauris Einsatz gewonnen, sozusagen. Gucken wir uns nochmal an, was die einzelnen Leute im Publikum bekommen werden. Auf jeden Fall nicht viel. Die kriegen al dente oder sowas. Also, das kann nicht viel sein. Da sehen wir es. Großartig! Der Spielerbetrag, da, jeder kriegt 23 Euro, also nicht mal den Eintritt. War eine tolle Show, hat viel Spaß gemacht, Lauri. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder mit ein. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like oder auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Guckt natürlich auch mit bei Lauri rein. Nächste Folge wird komplett sein und wir sehen uns dann. Ciao. Tschüss.